Sich einmal unters Messer legen, der Traum vieler Menschen. Wir haben heute für euch 5 unglaubliche Geschichten, die uns zeigen, dass Schönheit eben nicht alles ist. Los geht's! Nummer 5. Die wandernden Pobacken. Renee Telly wollte einfach nur einen schöneren, festeren und runden Po. Was sie bekam, ähnelt jedoch eher an eine implantierte Tupperdose. Die mehr schlecht als recht eingesetzten Implantate lassen sich nach außen und innen stülpen und verhalfen ihr zu weltweiter Berühmtheit, als sie ein Video darüber veröffentlicht. Eine Untersuchung ergab, dass die Implantate kaputt waren. Na, was für eine Überraschung. Sie musste sich die Implantate schließlich entfernen lassen. Von den OPs blieb ihr nun nicht mehr als ein paar Narben. Und die Nummer 4. Betongesicht. Nicht selten kommt es in Amerika vor, dass Partys für kollektive Unterspritzungen veranstaltet werden. Raji ließ sich bei einer solchen Party das Gesicht unterspritzen, im Glauben dadurch ein paar Falten zu verlieren. Nicht nur, dass die behandelnde Frau gar keine Lizenz besitzt, sie spritzt Raji auch noch Zement anstatt Füllstoffe ins Gesicht. Sie wurde gefasst und landete nun im Gefängnis. Raji hat allerdings immer noch mit den Folgen zu kämpfen und ist auf der Suche nach einem Arzt, der ihr helfen kann. Und die Nummer 3. Plastic Boy. Justin Jedlicka hat sich mittlerweile unglaubliche 190 Mal auf den OP-Tisch gelegt. Er will nicht nur aussehen wie ein menschlicher Ken, er möchte erst aufhören, wenn er fast komplett aus Plastik besteht. Dafür designte der Amerikaner sogar selbst seine Silikonimplantate, damit sie zur Original-Ken-Figur passen. Obwohl Ärzte ihn mehrfach auf die Risiken hingewiesen haben, hatte er bis jetzt Glück und ist noch keinem Betrüger aufgesessen. Wir fragen uns, wie weit das Ganze wohl noch geht. Und die Nummer 2. Falsche Ärzte. Bei besonders schlüpfrigen Angelegenheiten trauen sich viele nicht in eine normale Klinik. Für eine Penisvergrößerung begab sich ein Mann in die Hände von 2 falschen Ärzten. Das Ergebnis kostete ihn nicht nur insgesamt $2.500, sondern bewirkte genau das Gegenteil. Nach einer ersten verfuschten OP legte er sich beim zweiten Arzt erneut unters Messer und wachte mit einem Penis auf, der nur noch knapp 3 cm groß war. Dass die beiden falschen Ärzte nun endlich im Gefängnis sind, lässt uns aufatmen. Leider kann das Geschehene jedoch nicht behoben werden. Und die Nummer 1. Der Biberwahn. Ähnlich wie unser vorangegangener Prinz Ken eifert auch dieser junge Mann seinem Idol nach. Er möchte genauso aussehen wie Justin Bieber und hat dafür bereits umgerechnet 87.000 Euro investiert. Er unterzog sich zahlreiche Operationen und Botox-Behandlungen und wurde tatsächlich immer mehr wie sein Vorbild. Im August letzten Jahres wurde der Deutsche vermisst gemeldet und schließlich tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Allerdings berichteten Medien, der 35-Jährige sei nicht glücklich mit seinem Leben gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns jetzt noch über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, das Video zu teilen. Dazu müsst ihr einfach hier klicken oder ihr benutzt den Link in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.